Die ÖVP, die Wortmeldung vom Herrn Bauernbundpräsidenten kann man durchaus was abgewinnen und er liegt dort vollkommen richtig und ich muss ehrlich ein Lob aussprechen einmal, das mache ich selten, ein Lob aussprechen, dass auch die ÖVP endlich erkannt hat, dass man bei den Bauern was machen muss und dass dort etwas Schrauben gedreht werden muss, das eine Entlastung für die Bauern braucht. Zur SPÖ darf ich nur ganz kurz sagen, das sind keine Förderungen, du kannst da dann rausgehen und kannst drehen, das sind keine Förderungen, sondern das ist eine Steuerrückvergütung. Das heißt, die Bauern zahlen zuerst die Steuer, zahlen zuerst die CO2-Steuer, zahlen die Mineralölsteuer und dann bekommen sie, dann stellen sie einen Antrag und dann kriegen sie etwas zurück. Und zur Geschichte des Agrardiesels, das kann ja einer gefallen oder auch nicht gefallen, zur Geschichte des Agrardiesels 2014 und 15, im Jahr 2014-15, hat die SPÖ mit der ÖVP den Agrardiesel abgeschafft und hat dort für einen massiven Wettbewerbsnachteil für die österreichische Landwirtschaft gesorgt. Und man hat das einfach so hingenommen und hat das einfach so gottgegeben gesehen, während in anderen Ländern in der EU die Bauern durchaus unterstützt worden sind und der Wettbewerbsnachteil in Österreich wurde nicht ausgeglichen. Dann ist die Corona-Zeit gekommen, die Teuerung hat uns erfasst und was hat die ÖVP und dann die Grünen waren dort dabei, was habt ihr gemacht? Ihr habt in Zeiten der Teuerung, wo Betriebsmittel gestiegen haben, wo die Leute sich teilweise das Essen nicht mehr leisten haben können, wo die Leute sich das Heizen nicht mehr leisten haben können und die Energiepreise nicht mehr, habt ihr eine CO2-Steuer eingeführt. Das, was das ganze Teuerung nochmal angeheizt hat und weil es dann einfach nicht mehr gegangen ist, habt ihr gesagt, na jetzt müssen wir 2022, 2023 wurde dann temporär ein Agrardiesel eingeführt. Wobei man aber ehrlich sagen muss, das hat mit Agrardiesel nichts zu tun, das ihr da gemacht habt. Und wenn man sich dann anschaut, die Zahlen sind von der LK, von der Landwirtschaftskammer, 10,5 Cent pro Liter CO2-Rückvergütung und 7 Cent Steuerrückvergütung für den Diesel. Also im wahrsten Sinne des Wortes kein Agrardiesel. Jetzt kurz vor den Wahlen kommt die ÖVP daher, weil die Bauern in Scharen davonrennen, kommt die ÖVP daher, jetzt müssen wir einen Wahlkampfzuckerl machen und wir führen den Agrardiesel wieder ein. Im Endeffekt ist das Ganze ein Tropfen auf den heißen Stein. Im Endeffekt ist es ein Tropfen auf den heißen Stein und wird die Bauern nicht wirklich weiterbringen. Es ist gut, dass was gemacht wird, aber es ist eindeutig viel zu wenig, viel zu spät und dort muss man auch sagen, wenn es ihr wirklich ernst meint, dann würdet ihr es nicht zeitlich begrenzt einführen, sondern dann würdet ihr es umgänglich einführen. Entgegen anderer Länder, das ist auch zum Kritisieren, entgegen anderer Länder ist bei diesem Modell des Agrardiesels oder der Steuerrückvergütung nicht der tatsächliche Preis wird dort rückvergütet oder der tatsächliche Verbrauch des landwirtschaftlichen Betriebs gibt es eine Steuerrückvergütung. Nein, es wird dort ein pauschalierter Preis hergerechnet mit veralteten Zahlen, der bei Weitem mit der Praxis und mit der Realität nichts zu tun hat. Und wie immer bei der ÖVP, nur halbe Sachen. Deswegen werdet ihr im Herbst auch die Rechnung präsentiert bringen. Und eines darf ich euch auch klar sagen. Wir werden dann diese CO2-Steuer abschaffen und wir werden für die Bauern und landwirtschaftlichen Betriebe die Mineralölsteuer erlassen. Und das ist eine Entlastung. Und das ist ein Pfusch.